Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder. Ich sehe gerade, Lilly ist hier immer noch ein bisschen entstuft. Das heißt, ich brauche mal kurz sowas hier. Hallo? Los geht's. So. Jo, das reicht. Du kannst dir übrigens nochmal so einen hier geben. Der ist ja für dich persönlich und hält ewig lange. Ja, hätte ja jetzt auch gerne gewusst, wie viele Leben du dir gegeben hast. Plus 66? Nee, 66 ist wahrscheinlich dein normales Leben. Also hast du dir 18 dazugegeben. Oh, das ist doch nice. Gut. Brauchen wir noch so irgendwelche Buffs, die wir noch nicht gemacht haben? Mal ganz kurz, habe ich, weiß nämlich gar nicht mehr, was ich ihm gegeben habe. Den Zorn der Ordnung, ja, das machen wir irgendwie, wenn er Zeit ist. Auge des Archonten, ja, das habe ich dir gegeben gehabt. Und die Pracht des Adlers habe ich dir gegeben gehabt. Hält eine Minute pro Stufe. Machen wir, wenn es soweit ist. Dann geben wir Ember das und dir das. Ansonsten, du hast deine ganzen Buffs hier, alles ist klar, alles ist gut, alles ist toll, ne? Jo, dann möchte ich mal wissen, was hier so los ist. Weil irgendwie müssen wir doch hier zu diesen Riesen da hochkommen. Hier unten wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Wir wollen nach oben. Also rennen wir jetzt rückwärts und dann da lang. Also das heißt, hier lang, ne? Alles klar, dann laufen wir mal hier lang. Achso. Ach, das ist eh nur Schwachsinn. Komm. Kommt mal mit. Was steht da? Keine Ahnung. Hallo, wer bist du denn? Wer ist das? Kultisten, Bogenschütze, alles klar. Du wartest mal. Ich möchte, dass Lilly anfängt, bitte. Du kannst mal kurz, direkt hier ihn hier ein bisschen debuffen. Jo, alles schick. Aber laufen tust du bitte noch nicht. Und du könntest angreifen. Auf geht's. Siehst du, da sind nämlich noch mehr. Hab ich schon fast gedacht. So. Jetzt darfst du schießen. Zack. So, den haben wir auch schon weg. Kannst du dich noch bewegen? Anscheinend nicht. So. Regil. Schnapp dir doch mal den, beziehungsweise eigentlich nicht. Eigentlich. Hast du es gerade? Ach so. Eigentlich möchte ich, dass ihr was in die Zange nehmt hier, nicht? Dafür haben wir es ja gelernt. Ah, da kommen noch mehr. Was war das? Ninju hat einen Legendenkunde in der Natur geschafft. Warum auch immer. So, okay. Was ist denn mit dir? Können wir dir schon mal sowas hier geben? Ne, die Aura vielleicht nicht. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Du musst ja deine neuen Zauber alle mal machen hier, ne? Ja, aber da kommst du nicht dran. Dann machen wir erstmal den Klassiker hier. Komm, einmal so. Jetzt kommt mal einen Schritt vor. Bimsen wir erstmal den Dicken da weg. Ninjo, nur brauchst du noch nicht. Ich würde gerne wissen, was da hinten noch so los ist. Ob sich das lohnt, da ein Spinnennetz reinzuballern. Aber bisher kommen wir noch ein bisschen vor. Sehen wir da noch mehr? Ich weiß es nicht. Dementsprechend. Ja, ey, ich weiß nicht, wenn hier alles voll ist, dann ist das eine Sache. Vorher brauchen wir noch keine Hast, also baller einfach mal drauf zu hier. So. Da ist noch einer aufgetaucht, alles klar. Was war das? Ein gutes Niederstrecken, alles klar. So, jetzt haben wir schon 4 Stück hier hinten. Feuerbälle, ne?
Machen einen echt irre. Was mit dir? Du hast irgendwas. Du bist in einem Eisgefängnis verstrickt. Das ist ja schlimm. Pass auf, dann kriegst du jetzt nochmal Glück. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Jetzt mal einen Meter vor, bitte. Okay. Oh, es sind doch mehr, als ich erwartet habe. Gut, dann können wir auch ein Gefängnis machen hier gleich. Ein Gefängnis, sag ich schon. Erstmal ihn. Ach, da steht noch einer hinter. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Lan, du schießt mal kurz auf den da. Sehr gut. Wir wollen nicht, dass unser kleiner Rettel hier... Rettel kann sich bewegen. Dann hau zu. Richtig. Für diese Schmach. Warum auch immer. Okay. Wollen wir es mal versuchen? Wollen wir es mal versuchen? Was macht das nochmal? Ich hab's ganz vergessen, ey. Rechtschaffene Kräfte, diese entladen. Chaotische und neutrale, nicht rechtschaffene Kreaturen werden verletzt. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich gehe mal davon aus, dass das hier. Chaotisch, 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 chaotisch. Ja, komm, ich will es auch mal ausprobieren, ne? Kriegen wir das so hin? Und so? Das ist aber ein gemeines Ding. Mal weg hier. So, dann nehmen wir euch hier. Komm. Okay. So, was hat er jetzt hier? Müssen wir nochmal schauen. Benommen. Ja. Ist ganz brauchbar, würde ich sagen, wa? Gut. Next. Steht hier noch einer? Die sind alle tot, ne? Ja, Nino, dann brauchst du leider auch kein Dings mehr da reinballern, ne? Er ist irgendwie davon gekommen hier. Das war zu weit, ne? Dann ist es egal, komm. Ah, das ist ja noch mehr. Das sind ja noch mehr. Ja, du willst aber jetzt Ninio nicht angreifen, ne? Okay. Ha, die stehen übereinander. Super, gut. Ja, Ninio, dann darfst du wohl doch noch mal was machen, hm? Kommst du auch noch angelaufen? Ja, komm, beweg dich mal schneller, bitte. Ember. Du hast noch Glück. Komm, du kriegst jetzt auch noch mal kurz Glück obendrauf. Wir kichern nochmal. Und jetzt darfst du anfangen. Mit dem da. Und du bitte auch auf den da. Oh, der dritte geht daneben. Ist ja gemein. Rachel, du haust dann auf den. Sehr gut. Ihr seid alle noch benommen. Ziemlich gut, Darren. Ich bin begeistert. Hau mal kurz einen Fokus raus. So. Ninjo, mach mal bitte erstmal den hier. Da schießt einer. Alles klar, da schießt auch einer. Das ist immer der gleiche. Versuchst dich zu. Mhm. Jetzt seid ihr wieder da, alles klar. Wie, was war das? Ember, schnappt dir den nächsten. Und zwar machen wir mal hier die Angriffswürfe weg. Fehlgeschlagen, richtig schlecht. Und natürlich kichern wir noch ein bisschen. Du haust mal kurz auf den da. Ja,
Ja, für euch Lumpen brauchen wir nichts. Also ich habe schon überlegt, machen wir jetzt noch Hast an oder irgendwas Irres, Verrücktes. Aber ganz ehrlich, ihr seid einfach nur dumme Kinder hier. Ihr könnt gar nichts. Auf geht's. Also diese Feuerbälle hier, die geben mir viel mehr auf den Keks als die anderen. Oh, schon wieder ins Eisgefängnis. So ein Ärger. Mach mal bitte hier so. Nino. Schieß mal auf den Typen. Der ist immun. Aus irgendeinem Grund. Widerlich. Ausgerechnet Darren. Okay. Ja. Ja, das war übel. Du? Komm noch ein paar Meter vor. Kriegst nicht hin. Machen wir so. Du greifst jetzt bitte mal auch hier an. Und du schießt bitte auf den da. Gut, weiter. Müssen wir Darren irgendwie gleich wieder wach kriegen da. Er lebt noch, ne? Minus 1, gut. Ja, blende den bitte. Wieso kann sie heilen? Seit wann kann sie heilen? Du kannst nicht heilen. Ganz ehrlich nicht. Schieß sie weg. Ja. Soweit so gut. Komm, wer ist dran? Du mach mal bitte ganz kurz hier zumindest eine kleine Heilung auf Darren. Reicht schon. Kicher weiter. Ihr habt beide noch Glück. Wunderbar. Mach erstmal ihn weg, bitte. Lan, du schießt bitte auf den da. Du greifst auch da an. Klatsch. Nino, wir brauchen eigentlich jetzt nichts mehr von dir. Ganz ehrlich gesagt, jetzt erstmal Pause machen. Wieso ist Darren schon wieder? Darren sollte aufstehen und wenn es geht, nochmal fokussieren. So. Ninjo, wie gesagt, ich brauche dich gerade nicht. Wir kommen mal ein paar Meter vor. Mach mal bitte wieder hier. Hat sich ausgekichert. Klack. Und jetzt du beendest das bitte. Oder auch nicht. Komm, das schaffst du. Schafft sie wirklich. Wow. Okay. Aber du beendest das jetzt bitte. Nice. Erstmal kurz einsammeln hier. Glitzerstaub, falsches Leben. Ist schön. Was haben wir hier? Gemeinschaftlicher Schutz. Furcht auslösen. Auch nice. Ja, hier haben wir wieder solche Geschichten hier, die alle da super toll sind, aber uns echt ganz schön. Oh, da ist eine. Ja, nehmen wir mit.
Die sind alle so richtig was wert. Naja, so richtig was ist nicht ganz richtig, aber... Kommt mal bitte alle hier hin. German. Zack. Reicht. So. Einmal kurz gucken, was haben wir denn da gefunden? Den habe ich gar nicht gesehen. Schneller Tod. Ein Wurfspeer. Mhm. Dieser Speer verursacht beim ersten Treffer. Das hatten wir auch gestern schon. Warte mal. Genau wie das Ding hier, ne? Chromsegel plus 1. So, was haben wir jetzt gefunden? Das hier. Ja. 500. Da haben wir immerhin schon 3000. Oh, der ist aber teurer, als ich erwartet habe. Okay. Lass mal gucken. Einmal kurz speichern, bitte. So, jetzt sind wir hier. Aber, warte mal, hier war doch ein Eingang. Habe ich ja nicht. Hier war doch gerade eine Tür, oder? Bitte alle hierher kommen. Da. Das ist nicht da, wo ich schon mal oben war, ne? Gut, dann gehen wir da hoch. Hier waren wir noch nicht. Oh. Ja, gucken wir uns an. Ist das ein Stab? Ja, ist das ein Stab? Ist das eine Waffe? Ja, auch nichts Besonderes, ne? Aber Geld. Und Geld ist geil. So, ja. Was ist das hier? Athletik. Das wird bestimmt wieder lustig. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. Du machst mir langsam Angst, Lan. Wir sind schon seit Ewigkeit nicht mehr runtergestürzt. So, wo sind wir jetzt hier? Ist das so ein Turm, wo so ein Riese drauf ist? Und wenn ja, sehen wir ihn nicht. Dann müssen wir hier an der Wand lang. Da ist eine Kiste. Das ist eine Feuerbälle, ne? Zu den Ruinen? Okay. Oho, wer seid ihr denn? Dämonenpack. Okay. Ja, für Dämonenpack würde ich ja am liebsten... Lass uns mal mit Darren anfangen. Ja, ja, ja. Sehr schön. Und der dritte auch. Geh du mal hier hin. So. Darren, du machst jetzt mal Schutz vor Bösen, bitte. Du greifst jetzt an. Du greifst ebenfalls an. War nicht so geil, aber immerhin. Du versuchst mal das hier. Schade. Dann gehst du mal schnell zur Seite. Huch, huch, huch. Genau, komm du mal vor hier. Mhm. Dröhnen. Dröhnen heißt verwirrt. Ist nicht so geil, okay. Nino. Nino. Versuch es. Versuch es. Okay, da kam was durch, aber nicht so richtig. Dann machen wir das mit guten alten Fäusten. Beweg dich. Du schießt mal bitte da ein. Tja, wenn die beiden jetzt nicht verwirrt gewesen wären, hätten wir vielleicht einen ausmanövrieren Schlag bekommen. Aber den brauchen wir gar nicht. Ja, das ist aber nicht so geil hier. Einmal kurz heilen.
Ihr wollt jetzt nicht gegen... Oh, Gottes Willen. Ember, gib mal Lilly Schutz. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwas vorher gemacht habe. Ich glaube nicht. Schlafen habe ich gemacht. Hat nicht geklappt. Genau, das war's. So, ich glaube, Rachel ist jetzt wieder fit, ne? Ninju, mach bitte mal... mach bitte mal hier. Ich glaube, das war der falsche. Den wollte ich gar nicht. Macht aber nichts. So, wer von euch hat weniger? Du. Eigentlich braucht man nur Land, ne? Das ist der einzige Charakter, den man braucht. Der macht alles alleine hier. Jo, macht ihr mal mit da. Nice, nice, nice. Heilen wir wieder hoch. Zack. Alles halb so wild. Wieso kloppen? Die beiden kloppen sich die ganze Zeit da. Ist ja nicht irre. Mann. Geh mal ein paar Meter weg da. Von ihr. Und krieg auch mal bitte Glück. So. Damit ihr euch da nicht gegenseitig umbringt. Wie lange bist du noch verwirrt? Ich glaube nicht mehr. Gut. Du machst mal bitte Blenden hierhin. Hat sogar funktioniert. Schwupps. So, dann lass uns mal das Ganze jetzt hier langsam mal zu Ende bringen. Sehr schön. Nicht schon wieder. Oh Gott. Obwohl, ne, ich diesmal nicht. Gut. Und du auch nicht. Gut. Haben wir das erledigt? Meine Güte. Also, es ist eigentlich immer noch... Wir überwältigen sie, Kommandantin. Wir werden gewinnen. Das werdet ihr. Aber wir gucken jetzt erstmal noch ein bisschen um hier. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. So. Keine Geheimnisse hier. Kommen wir noch weiter? Nee. Gut, wir gucken uns diesen Vorplatz noch an. Und dann gehen wir gleich mal in diese Ruinen. Ja, hier geht es noch ein bisschen weiter, aber. Dann gehen wir erstmal in die Ruine. Alle, bitte. Was? Wo rennt ihr hin? Hey! Hier sollt ihr hinkommen. Meine Güte. Reiner. Oder waren wir da auch schon drin? Nee, da waren wir noch nicht drin, oder? Schafft ihr das jetzt da rein? So. Wo, ne, hier waren wir noch nicht. Inkubus, Inkubus, Inkubus. Nice. Pass auf. Dann machen wir mal ganz kurz den hier. Darren fängt an. Haben wir doch Schutz vor Bösen? Nee, haben wir nicht mehr. Ein Segen haben wir noch. Gebet brauchen wir gerade nicht. Wie lange hält das eigentlich? Hm, noch nicht. Machen wir irgendwann mal. Aber gib mal das hier bitte auf Ember. Wo ist denn der dritte? Da. Das sind ja ganz viele. Okay.
Wen habe ich jetzt erwischt und wen nicht? Das muss ich mir angucken, das habe ich keine Ahnung. You should have listened to reason. Du. Mind over muscle. Du. You're irrelevant. Du auch. Du auch. Er ist der Einzige, der überlebt hat. Schnucki, ich fürchte, dann bist du jetzt unser Freund hier, hä? Huh? Ist ja doof. Lass mal Regil vor. Und mach das mal bitte aus. So. Du gehst noch Schritte vor, dann kannst du gleich schießen. Wir haben ja jetzt ein wenig Zeit, fürchte ich. Den werden wir mal ein bisschen schwächen. Oh, das war schlecht für dich. Okay. Komm her. Darren. Auch noch einen drauf da. Du kannst dich gerade ein bisschen zurücklehnen, fürchte ich. Ganz ehrlich. Vorsicht, fahren wir mal dahin. So. Dem ist übel. Dem ist auch übel. Kneel before me. Oh Gott, alle vier. Das war krass. Okay. Jolan, wen nehmen wir als erstes? Ich würde sagen, den da, oder? Obwohl, ne, wir nehmen ihn. Komm. Dann brauchen wir uns gar nicht bewegen, großartig für. Wow. Okay. Du bleibst in Ruhepause. Dich holen wir nur wieder, wenn wir das brauchen. Ja, ich glaube nicht, dass wir dich noch groß verhexen müssen, aber Glück brauchen wir gerade auch nichts. Ganz ehrlich, ja, komm, dann hau einen rein da, los. Was soll der Geiz, ne? So, dann gehst du mal kurz hier, ne? Das ist eigentlich auch egal. Kannst du irgendwann anstürmen? Den nicht. Gehen wir zu ihm hier, komm. Computer auch noch was angerannt? Könnte. Werden wir sehen. Nino, geh mal nur ein paar Meter vor, für den Fall, dass wir dich irgendwie brauchen könnten. Du, ja, dir ist auch übel, ne? Alter, das Phantomnetz ist der Hammer. Zumindest bisher. Du gehst mal auch ein paar Meter vor. Und machst mal bitte den hier. Oh Mann. Schlechte Karten für euch, würde ich sagen. Los geht's. Autsch. Make every strike count. Komm, einen noch. Nice. Immer. Mach einfach die Rüstungsklasse runter, komm. Alles andere ist ja ziemlich egal gerade, wa? Fehlgeschlagen. Eieiei. Okay. Let's try this way. Gott, sie muss eine 2 würfeln, um zu treffen. Das ist übel. Ach komm, mach mal sowas hier. Kann auch nicht schaden. Sie trifft, aber macht keinen Schaden. Von daher ist das ziemlich uninteressant, ne? Aber Ninio braucht keinen Schaden machen. Die hat ihren Soll hier schon erfüllt in dieser Kammer. Ganz ehrlich, mehr braucht sie gar nicht tun. This one's mine. Die stehen hier alle rum und können nichts tun. Du wieder auch nochmal. Bam, Ende. Next. Rüstungsklasse da. Fehlgeschlagen. Also sie wird langsam immer krasser hier. So normale Gegner bisher, die sind nicht mehr in der Lage, dem zu entgehen. Na, wirst du wach? Nö, natürlich nicht. Kommt dahinter noch mehr? Nein. Ninio, ach komm mal, Säure. Bringt zwar auch nichts, aber hast du nichts dazu tun, komm. Zisch hat's gemacht. Sehr schön. Du mach mal den hier noch.
Und Regil. Beende das. Kriegst du das hin? Nee, kriegst du wahrscheinlich nicht hin. Aber ich weiß, wer es hinkriegt. Klatsch. Ja, so kann das laufen. Das würde ich mal sagen, waren ziemlich gut. Gott, ey, ich muss mal ganz kurz gucken, wie unser Gewicht ist. Ja, das wird schon langsam, ne? So langsam. Hast du auch Bullenstärke? Ich habe dir nicht auch noch einen gegeben. Ich habe dir nur den gegeben, die Pracht des Adlers, ne? Ach, warte mal, vielleicht auch deswegen. Vielleicht haut sie auch. Wieso ist das? Stirnreif? Ach Gott, ja, okay. Obwohl, warte mal. Geht das komplett durch? Bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, Stirnreif mal weg. Ja, die heben sich gegenseitig auf. Was warst du denn nochmal für einer hier? Plus 2 gegen Untote. Ja, komm. Ach, du hast ja das schon an hier. Ha! Siehst du. Wow! Sieht gut auf minus 3. Oha. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Ja, geht nicht anders. Müssen wir mal so machen kurz. Kriegt aber nur eine Stufe wahrscheinlich hergestellt, ne? Nein, alle drei. Krass, okay. Gut, ja, denn lass mal kurz gucken, was haben wir hier noch? Weisheit der Eule. Was ist das? Weihrauch? Aha. Das ist nichts wert. Ja, das eigentlich auch nicht, aber wir nehmen es mit. Zack, zack, zack. Ja, 100. Ja, was soll ich sagen? 100 ist 100. Ja, von mir aus. Was haben wir denn da? Schutz vor Chaos, ein paar Pilze, auch immer nice. Kommt mal her. Haben wir hier noch was? Noch so ein Säbel. Ach, hier kann man rein. Was? Gucken wir uns gleich an. Zack. Kreuzfahrervorräte. Ach, hier können wir wieder pennen, oder was? Merken wir uns. So, warte mal. Was haben wir da gerade gefunden? Eine Statue. Wahrscheinlich eben wieder irgend so ein kleines Viech, was mitläuft, oder was? Wo ist er denn? Hey. Was war das? Verguten. Sehr wichtig. Also, war er hier vielleicht? Da ist er. Der Besitzer dieser Statue kann einmal täglich vorübergehend einen Triceratops als Tiergefährten herbeizaubern, sofern er keinen Tiergefährten hat. Charakterstufe des Besitzers minus 4 als effektive Druidenstufe. Moment mal, was? Moment mal, ist das, das ist kein kleiner Lump, der nebenher läuft. Das ist ein... Sag ich mal, ja. Wow! Ach du, warte mal, das ist ja, das kommt jetzt unerwartet. Ist der hier unten mit bei? Ne, hier ist nur Finian. Also der hat keine Werte, oder? Warte mal, da. Hä? Warte mal. Aha, da muss man einfach drauf kommen. Okay. Jetzt ist der hier. Ja. Ach, und ich habe so viele Sachen gehabt, die man für Tiere hat, ne? Die man Tieren anlegen kann. Jetzt habe ich alles verkauft. Ach, das kann ja auch keiner ahnen. Oder habe ich noch irgendwas? Kann ich, wenn ich das mache, zwei davon holen? Das wäre es doch. Okay, mal ganz ehrlich, geht das? Wenn dieses Buch aktiv ist, wird bei dem Attribut, mit dem du mehrere Kreaturen herbeizaubern kannst, die Anzahl am... Ja, nee, das ist wahrscheinlich eher was für Skelette und drum und dran.
den zauber ich ja irgendwie nicht herbei. Kann ich dem Waffen geben? Mal ganz ehrlich, warte mal. Jetzt bin ich erstmal gerade ein bisschen überfordert hier gerade. Also nee, Waffen kann ich dem nicht geben. Der hat nur seine... Der kann aber Tränke kriegen oder was? Geht das? Ja, die kann er tatsächlich kriegen. Feuerwasser. Kannst du mit Feuerwasser werfen? Ich fürchte nicht. Aber er kann zum Beispiel so wie eine Bärenausdauer. Okay. Hm. Gift. Aha. Sorry, wenn das jetzt hier gerade nicht weitergeht. Ich bin, aber das hat mich jetzt hier gerade völlig erstaunt. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier auf einmal so ein... Ja. Er kann sogar richtig kämpfen. Seine Angriffe sind zwar ziemlich mies. Aber... Ja, seine Lebenspunkte sind auch nicht gerade die geilsten. Aber was soll's, ey. Das ist Messer besser als nix, würde ich mal sagen, ne? Seine Rüstungsklasse ist aber gar nicht mal so schlecht. Und wenn wir dir jetzt noch eine Rindenhaut und sowas verpassen... Haben wir was? Haben wir sowas? Rindenhaut? Ich will es nur ausprobieren. Trink das mal. Ja. Ja, funktioniert. Okay. Wenn ich dir verschwimmen gebe und den ganzen Firlefanz, dann... Oder sowas. Nee, das kann ich ja nur persönlich zaubern. Das ist ja interessant. Wir haben einen Tiergefährten. Wenn ich dir Stärke gebe. Du kämpfst doch mit Stärke, oder? Wie kämpfst du eigentlich? Ich weiß es nämlich nicht genau. Was machst du deine... So, Attribute an den Talente Tiergefährten, Stufenaufstieg, das Druiden erhält ein Charakter, ein Tiergefährten aus mehreren Quellen, während seine effektiven Druidenstufen hinsichtlich der Bestimmung der Statistik, Attribute, die meisten Tiergefährten werden größer, wenn der Druide Stufe 4 oder 7 erreicht. Ja, haben wir schon, also bist du schon ganz groß, ja. Was ich mich frage... Tiergefährten Stufenbonus. Ich nehme an, du schlägst mit... Du machst deine Angriffe mit Stärke. Wenn ich dir also Bullenstärke gebe, nochmal 4 obendrauf, dann hast du 20. Nice. Ja. Nice. Hat sich ja richtig gelohnt, die Butze hier. Dann gehen wir mal hier runter, oder? Oder gibt es hier noch mehr, die ich noch nicht gesehen habe? Ich glaube nicht. Also das wäre jetzt übertrieben, wenn es hier noch mehr gibt. Ha, unfassbar. Wir haben einen Tiergefährten. Hier kommt man wahrscheinlich nicht durch, nehme ich mal an, ne? Gut, wo sind wir denn hier? Ich wollte eigentlich nach oben. Ich dachte eigentlich, dass man hier hochkommt, um dann diese Türme da besteigen kann. Wer bist denn du? Ein Geweihter, also Vrocks sind ja hier diese komischen Vögel, ne? Da ist ein Halborg? Okay. Du bist ein Kleriker der Stufe 14, das ist schon mal hart. Du hast ein magisches Gewand, ja, Bewegungsfreiheit, du widerstehst Feuer, das ist ganz schlecht. Ja. Bist immun gegen Bewegungseinschränkung, gegen Gift, gegen Kampfmanöver, Ringkampf, okay. Effekte verlangsamen, gelähmt, verstrickt, schwieriges Gelände, verlangsamt, blablabla und so weiter. Ja. Deine Angriffe sind erbärmlich, aber das ist auch nicht das, womit du kämpfst, nehme ich doch mal an, ne? Ja, du machst sowas. Sense des Bösen, ja, Chaosklinge. Orkische Wildheit. Was ist das? Okay. Na, bist du da? Okay.
Kann ich dich da irgendwie zu nach außen packen? Ist egal. Kann ich dich. Genau. Ich nehme an. Ja, ich werde mal sehen, wie ich dich steuere. Das weiß ich noch nicht so genau. So, jetzt brauchen wir mal ganz kurz was hier. Also, wir brauchen. Wir haben keinen Schutz vor Bösen mehr. Den brauchen wir jetzt. Zack. Wir brauchen. Was brauchen wir noch? Mach den mal wieder raus. Du kriegst auch noch mal sowas hier. Ja, du hast nicht viel mit Waffen, ne? Waffen ist nicht so deine Welt, aber du kannst mal kurz hier eine Steinhaut auf Lilly ballern. Zack. Was war das hier nochmal? Freundliche Kreatur, Moralbonus, Rettungswürfe gegen Todeszauber. Ja. Warum nicht? Kostet ja nix. So. Hast du schon Spiegelbilder drauf? Mach vorsichtshalber. Du bist verschwommen. Wo ist der andere Typ? Da. Du bist nicht verschwommen. Der sieht nämlich übel aus, der Typ. Was war das denn nochmal? Bösen Gegner, perfekte Treffer. Oh klar, hau raus. Was? Achso. Das hat sie nicht. Das ist nämlich nur so ein Ding, das ist hier. Stimmt, hat sie gar nicht sowas. Was hat sie denn noch so in der Tasche? Schauen wir, was sie noch in der Tasche hat hier. Der sieht nämlich aus, als wenn der Ärger macht. Oder Ärger machen kann. Ach ja, jetzt können wir hier mal so ein Herr. Ja. Komm. Auf den Jungen. Okay. Zeig mal, wie das jetzt was hier aussieht hier. Ja, so richtig treffen tust du nicht, aber. Was soll's, ey? Ganz ehrlich. So, jetzt kriegst du noch mal, zack, noch mal hier. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir an, ne? Ich habe sie schon seit Ewigkeit nicht mehr gespeichert, fürchte ich. Und wir sind bereit für 43 Minuten. Wisst ihr was? Wir machen einen kleinen Cliffhanger. Ich liebe Cliffhanger und ihr doch auch, ne? Habt ihr mir doch gesagt. Nein, habt ihr nicht, aber ich weiß, ihr liebt Cliffhanger. Wir machen morgen weiter und schnappen uns dann diesen. Warte mal, wenn das so ein Wrock-Typ ist, ne? Warte mal, das machen wir nochmal schnell. Wenn das so ein Wrock-Typ ist, dann macht er bestimmt das gleiche, was die Wrocks nämlich auch machen. Nämlich Krawall, ne? Sturmangriff. Da machst du. Aha, spontane Heilung. Im Kampf zaubern. Chaos, fokussieren. Der macht er eigentlich nicht, wenn ich das so sehe. Der macht nicht so ein Geschrei. Schneller Tod ist aber schlimm. Dafür haben wir auch einen Todesschutz, ne? Ich würde sagen, wir machen noch einen zweiten Todesschutz. Auf dich. Okay, jetzt speichern wir und jetzt machen wir den Cliffhanger. Bis morgen. Tschüss.